steht, sein Name war Sachaja, gesagt: Du Tochter Zion, freue dich. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm, und er reitet auf einem Esel. Das ist sehr, sehr lange her. Viele, viele Jahre später ist Jesus mit seinen Freunden auf dem Weg nach Jerusalem. Er wusste, dass es seine letzte Reise ist. Kurz vor Jerusalem bittet er zwei seiner Freunde, in das nächste Dorf zu gehen. Dort würden sie einen jungen Esel finden, angebunden. Sie mögen ihn zu Jesus bringen, sagte ich. Wenn einer fragen würde, sollten sie sagen, der Herr braucht ihn. So geschah es. Sie gehen in das Dorf, finden den Esel, bringen ihn zu Jesus und sie legen Kleider auf den Esel als Sattel. Und dann machen sie sich auf den Weg nach Jerusalem. Die Stadt ist voll. Die Menschen stehen am Straßenrand. Es schien, als wäre die ganze Stadt unterwegs und würde dort stehen. Alle sind aufgeregt. Groß und klein, alt und jung, auch David, der Sohn von Jakob. Papa, Papa, was ist Jesus für ein Mensch? David, Jesus ist ein ganz besonderer. Er macht Menschen gesund, er tröstet sie, er gibt allen Menschen die Chance, anders zu handeln, gut zu sein. Wir wünschen uns, er wäre unser König. David, wir wissen, Jesus wäre ein ganz besonderer König. Da kommt er, Papa. Da kommt, rufen die Menschen. Sie hatten Kleider auf die Straße gelegt. Jesus sollte auf ihnen in die Stadt geritten kommen. Ja, sie wollten ihn wie einen König begrüßen. Und sie hatten Palmenzweige von den Bäumen gerissen. Willkommen, Hosianna, Hosianna, sei willkommen, unser König. Die Menschen träumen von einer besseren Zeit. Und so sprechen sie untereinander. Er wird Herodes aus dem Palast jagen, er wird die Römer vertreiben. Und sie wurden immer mutiger untereinander. Sie träumten von einer besseren Zeit. Er würde Israel befreien, den Kaiser vom Thron stürzen in Rom. Und immer rufen sie, Hosianna, Hosianna. Und sie haben ihre Palmenzweige in der Hand. Und dann steht da ein alter Mann am Straßenrand unter all den Menschen. Und er flüstert zu sich, ja, er wäre ein guter König. In Gottes Namen, Amen. So fröhlich und voller Hoffnung waren sie. Jesus wollte zum Passafest, das in diesen Tagen gefeiert wird. Und doch war alles anders. Jesus wusste, es war das letzte Mal, dass er in die Stadt kam. Hosianna, rufen sie, Hosianna! Gelobt sei der, der kommt. Ich bin längst nicht los.
Gott gebe uns ein Herz für sein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Wenn ich Besuch kriege, zu einem Fest, vielleicht zum Osterfrühstück, dann mache ich alles schön. Dann decke ich den Tisch mit dem schönsten Geschirr, stelle eine Kerze hin und Blumen. Vielleicht macht ihr es genauso. Ich mache alles schön, wenn ich weiß, es kommt ein besonderer Gast, einer, auf den ich mich freue. Als Jesus nach Jerusalem kommt, da freuen sich die Menschen auch auf ihn, die Großen und die Kleinen, die Kinder und die Erwachsenen. Sie haben gehört, dass dieser Jesus ein besonderer Mensch ist. Einer, der den Menschen Mut gibt und Hoffnung. Einer, der Menschen heilt und sie gesund macht. Und sie laufen ihm vor Freude entgegen und wollen ihm einen wunderbaren Empfang bereiten. Aber irgendwie haben sie gar nichts vorbereitet. Alles ist irgendwie improvisiert, spontan. Sie haben keinen roten Teppich, den sie ausrollen können. Sie nehmen einfach ihre Kleider. Sie haben keine Fahnen, die sie schwenken. Sie hacken einfach ein paar Zweige ab. Und eigenartig, der Prophet Zacharja, der hat einmal gesagt, genau so soll es sein. Genauso improvisiert, so spontan, so halbfertig, irgendwie scheinbar nicht richtig. Wenn wir jetzt in dieser Woche auf Ostern zugehen, wenn wir durch die Karwoche gehen, dann ist alles anders als sonst in den Jahren. Wir können nicht zur Kirche gehen, zum Gottesdienst. Wir können niemanden einladen, der mit uns feiert. Für wen decken wir den Tisch? Alles wird irgendwie anders sein, irgendwie improvisiert, irgendwie nicht so richtig. Genau da, wo wir denken, es ist irgendwie nicht so richtig. Genau da, wo wir denken, es passt irgendwie nicht so. Genau da kommt Gott. Darauf können wir jetzt vertrauen. Wenn wir durch diese Woche gehen und irgendwie alles anders ist, dann ist genau da Gott mitten unter uns. Nur unser Herz müssen wir öffnen, mehr nicht. Amen. Sei mit dir an jedem neuen Tag. Er schütze dich, wo auch immer du bist. Er leite dich und behüte dich auf allen deinen Wegen. Er schenke dir Gelingen und Freude bei allem, was du tust. Er gebe dir Menschen an die Seite,
die dich gern haben, die dich stärken und dir helfen, wenn du es brauchst. Er schenke dir Vertrauen zu dir selbst und zu Gott. Er begleite dich. Er schenke dir jeden Tag ein Lächeln für dich und für andere Menschen um dich herum. Bleib behütet.